Okay. Huch, habe ich jetzt irgendwas gesagt? Sie waren lange nicht hier. Schön, dass Sie wieder da sind. Na, schön, wie, sie da waren lange nicht hier? So lange war das doch jetzt gar nicht her. Ja, eine Woche, ne? Eine Woche. Ja, gut. Das ist lang. Nach Androidenzeit ist das lang. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Beyond the Souls, hätte ich fast gesagt. Zu Detroit Become Human. Und wir haben ja zuletzt noch eine herzerwärmende Geschichte gehabt mit dem Kinderkarussell. Ja, das war sehr schön. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, mit wem wir jetzt wieder... Wahrscheinlich wird es wieder eine Story mit Hank. Könnte ich mir vorstellen, unserem Besowski-Kommissar. Da ist Hank, ja. Hank ist angespannt, wie immer. Er sitzt da brav, wie immer. Ja, der geht richtig mit bei der Musik. Ja. Halt mal aus. Das ist die Androidenart mitzunehmen. Ja. Da schneit es. Wo sind wir denn jetzt? Wo müssen wir eigentlich hin? Links, da sitzt er doch. Der Ach, Bank. Da. Ja. Im rechten der Mülleimer. Ich eigentlich. Ja, da sehe ich auch nur ihn. Ja. Oh ne, da ist was. Vielleicht sollten wir mal kurz hinschauen. Ja. Ja. Oder kann ich da bücken gehen? Ja. Ja. Bücken gehen. Nee, es ist die Bank. Ja. Da liegt was. Ja, ja. Da liegt was drauf. Ach, guck an. Die liegen aber überall rum, die Dinger, ne? Ja. Ich sehe einfach so auf der Bank. Was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? Das war eine gute Frage. Der mysteriöse Mr. Kamsky. 2028 war Kamsky unser Mann des Jahrhunderts. Er hat die Welt verändert. Androiden haben nicht nur die Wirtschaft revolutioniert, sie haben unser Leben, unsere Familie und das gesellschaftliche Gleichgewicht für immer verändert. Positiv oder negativ. Kurz danach verschwand Kamsky. Er wurde als CEO von CyberLife abgelöst und führt ein Leben abseits der Scheinwerfer. Er hat die Welt, die er erschaffen hat, verlassen. Kamskys Geschichte beginnt 2018. Das ist mir jetzt aber alles ein bisschen zu viel. Das Blut. Steht da noch irgendwas Wichtiges drin? Nur, dass er unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Ja, behaupten, er lebe in einer Luxusvilla irgendwo am Rande seines geliebten Detroit. Weise alle Besucher ab und verbringe seine Zeit ausschließlich mit Androiden. Doch die interessanteste Frage bleibt unbeantwortet. Was geht im Kopf des mysteriösen Mr. Kamsky vor? Ja, was geht in ihm vor? Märkte rechnen mit Krieg. Oh, okay. Das ist aber auch nicht so schön. Ja, war irgendwas mit den Russen, ne? War, glaube ich. Ja. Wie immer. Ist auch immer das Gleiche. Ups. Echt? So, So, Hank. Ach, ich finde das so schön hier. Hat er da gerade schon wieder was getrunken? Ja, da hat er wieder Brüllen stehen. Schöne Aussicht, hm? Jo. Ich war sehr oft hier. Früher. Persönliche Frage. Er scheint mir gerade sehr Darf gesprächig. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Foto. Ja. Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Oh, scheiße. Oh. Das ist ihr Sohn, richtig? Ja. Sein Name war Cole.
Oh nein, komm schon, frag ihn das andere auch. Oh nein. Früher? Wann früher? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Als der Sohn noch lebte wahrscheinlich. Ja. Oder er noch eine Frau hatte oder was auch immer. Ja. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. RA9. RA9 führt uns in eine... Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Abweichler, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie ironisch oder sie sonst irgendwo sie wollten gar nichts. Es sind Abweichler, Ende der Geschichte. Oh, ich dachte, das wäre jetzt netter formuliert. Das habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass das die Antwort ist. Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Neutral. Ja, neutral. Ja. Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Aha. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oh. Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Verwirrt. Ja. Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Oh. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Oh Gott, mach keinen Scheiß. Ja, komm, sag ja. Oh Gott, ich ja. Das ist äußerst bedauerlich. Oh, aber die Softwareinstabilität steigt. Vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Hanks Wut? Ja. Oh, ich weiß nicht, oh mein Gott. Wo kommt Ihre ganze Wut her, Lieutenant? Ein ungelöstes Trauma von früher? Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer einen Schritt voraus, hm? Dann sag mal, Klugscheißer. Oh Gott, mach keinen Scheiß, ey. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch, was nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht hin. Das ist so gut, kannst schon gehen. Oh, wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Oh mein Gott. Ich hab gedacht, er knallt denn jetzt ab, ey. Oh. Ja, vielen Dank. Henk hat Connor leben gelassen. Dankeschön. Mann. Foto in russisches Roulette gesehen. Achso, ja, genau. So, ja. Oh Gott. RA9 erörtern 93% der Raum, also ganz stark in der Mehrheit. Angst zeigen 57%. Henk ist persönlich 90%. Oh. Und Henk hat Connor leben lassen, also es hätte auch anders ausgehen können. Oh mein Gott, ey. Oh Gott. Also 10% hat es erwischt an dieser Stelle. Oh. Ich glaube, es war aber auch verdammt eng, ey. Alter Schwede. Ja.
für die Benutzung von Cyberlight Androiden Park Service. Platz ist belegt. Es gibt freie Plätze. Willkommen beim Androiden Parkplatz. Du Trottel! Willkommen beim Androiden Parkplatz. Nimm das auf! Und zwar zackig! Ach nö, ich lass das nicht, ich will das auch viel lesen. Die Traumkuppel. Boah. Ach ja, die sind ja alle feindselig gegen uns. Oh mein Gott, wir dürfen ja nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Ja, ich weiß nicht, wie deine Empfehlungen so was sind. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Das hat jetzt ein bisschen was Superheldenmäßiges aus. Ja, ne? Der guckt wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Ja. Hast aber nicht mit mir gerechnet. Gelang in den 47. Stock. Wir sind wir sicher. Ja, gut, damit du wohl aufzuseiten, drückst auf 47 und dann kommst du an. Ja, da steht ja der Elevator. Dann geh mal zum Schalter. Vielleicht kann ich probier mal einfach so durchzugehen. Ist doch alles grün. Okay. Er dreht sich jetzt extra dahin. Ich glaube, ich muss doch mal mit dir reden. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Ja, toll. Lenke die menschliche Aufseherin ab. Ach, super. Menschliche. Ja, die ist links die am Rechner sitzt. Die ist menschlich. Am Rechner sitzt. Ach, ja. Da hinten. Wieder, ja. Auf 5 Hinweise. Elisabeth Wilson. Okay. Emily. Schutz niedrig. Aha. Hm, super. Smartwatch. Telefonnummer, okay. Hallo. Hallo. Elizabeth Wilson, hallo. Parkplatz. Ja, Feuerwehr wäre ja auch gut wegen Brandschutz und so. Ja, aber das sind alles so gemeine Sachen. Ich glaube, Parkplatz ist ja, aber der Brandschutz. Jetzt wird mir die Dings abgenommen. Ja. Ja, nein, es gab ein Feuer im Gebäude. Können Sie kommen? Oh Gott. Okay, ich bin gleich da. Ja gut, besser geht's doch gar nicht. Dann schick es. Andere Richtung. Ich dachte, ich könnte einfach durchgehen, aber... Das ist ja auch der Ausgang. Für Einbahnstraße. Da ist doch Elevator. Kann ich jetzt mit dir reden? Ja, du musst vielleicht... Ja, du musst wahrscheinlich, genau. Oder du musst am Rechner. Termin, nee, Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Na! Ach, wie nett. Sehr schön. Pff,
Puh. LB? Oh ja. Na toll. Ups. Ich wollte gerade sagen, nicht vordrängeln, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wie das hier funktionieren soll mit den Dingern. Kommt da irgendwas, oder? Ach, da! Express. Ja, der Express hört sich doch gut an. Ja, sind beides Express, also okay. Kann ich da irgendwie... Ah, da, rufe ich. Finde ich immer gruselig an so Hochhäusern. Das war ja im World Trade Center so, wenn ich mich richtig erinnere, dass du Expressaufzüge hattest und du hattest normale Aufzüge. Hm. Die Express sind halt schnell besonders hochgefahren. Naja. Oh. Ja. Ja, hier, wo sollten wir hin? Die hatten doch jetzt nur das Stockwerk gesagt, oder nicht? Nee, das stand, glaube ich, gerade irgendwas, wo wir hin sollen. Studio ist oben, ne? Studio 1, Studio 2, da sollen wir bestimmt hin. Ach so, ja. Also wir kommen hier raus, dann müssten wir hier rum, glaube ich. Steht ja auch Studio. Ja. Obwohl, Cafeteria wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen. Ja, das ist doch mal ein Studio. Noch eine Kamera oder Greenscreen? Ja. Fertig. Die Aufgabe nochmal aufrufen? Geht das irgendwo? Ich weiß das nicht. Wie kannst du mit dem sprechen, mit dem Typen? Oder ignoriert der uns dann? Hier kann man nur gucken, wo es schneit. Extrem. Sicherheitskamera im. Oh, Bild. Scheiße. Zum WC. Aber was sollten wir da? Ja, vielleicht ist da jemand. Noch weiß ich nicht genau, was wir hier. Da wollte doch irgendeiner, wollte doch da ein großes Interview geben. Ich glaube, darum ging es ja, weshalb er da überhaupt hin sollte. Ja. Okay. Tatsache. Interessant. Ich war bebscht. Ah. Ah. Ach was, wie cool ist das denn? Ja, wieso muss der Ender das Klo, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hat er was blau. Repariert da oder so. Ja, wahrscheinlich. Tritt den Serverraum. Serverraum. Finde den Wartungsraum. Wartungsraum drüben. Ah ja. Das ist der Serverraum. Also ja, ist das vielleicht der. Ach nee, das ist ja nur ein Staubsauger, schätze ich mal. Ja, ja, wahrscheinlich. Wir gehen mal einmal rum. Was war denn da links? War das auch ein Klo? Ah, auch ein Bathroom. Okay, alles klar. Ja. Da ist er doch, Serverroom. Da hinten, ja. Ja. Also, da haben wir
aber jetzt die Sicherheitskamera, das sind hier. Newsroom. Da ist krass. Hier ist noch ein Computer, kann ich mich da dran setzen. Ja, da war halt eine zweite Tür vom Serverroom, also die vor der, die du eigentlich da warst, deswegen. Deswegen. Das so blöd davor? Ja, davor. Ach, Serverroom C oder so steht. Aber kommst du drin? Nee, nee. Newsroom. Oder war das nur ein Schild? Oh, LB. War das nur ein Schild? Okay. Die Wagen irgendwas machen. Ey. Ich dachte, ich könnte durch die Gegend fahren. Was ist denn da hinten? Was macht denn da immer so ein... Da ist auch noch was. Serverroom. Das war die. Das war so. Die ist einmal im Kreis gedreht schon mit keine Orientierung mehr, ey. Ah, nee, das ist Quatsch. Da gibt's Getränke. Ja, ich bräuchte auch einen Kaffee, aber. Hilft alles nix. Komm schon, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Einen anderen Serverraum oder so. Einen anderen Eingang. Elevator, naja, ist klar. Das geht ja nur einmal im Kreis da, mehr ist das ja nicht. Wir haben aber auch noch nicht versucht, an der Tür zu rütteln, ne? An welcher? Vom Serverroom. Ja, wieso soll ich denn da rütteln, wenn er mir keine Dings gibt? Da muss mir doch eine Taste dafür geben, damit ich rütteln kann. Verstehe ich. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da verpasst habe, aber... Alles gut. Gehen wir nochmal an die Tür zum Rütteln. Genau, rütteln mal. Aber ja. Da kommt nur wieder das Bild, ne? Wie soll ich denn da rütteln? Ja, da gibt nichts. Also gibt nichts zum Rütteln. Hm. Kann mal einer von euch für uns an der Tür rütteln? Verdammt, ey. Die sind alle nicht beeindruckt. Finde den Warten. Ja, wir brauchen den Wartungstypen. Aber vielleicht ist das ja doch diese Putzmaschine. Schnapp vielleicht mal. Ist das gar keine Putzmaschine, sondern ein Wartungsandroide. Ja, kann sein. Was ist denn da, Gelb? Oder was, oder? Da ist doch. Ach, guck mal, da ist er doch. Mein Freund, wo versteckst du dich? Da hat er gegen die Tür reingemacht, dadurch. Alter Schwede, ey. Aber da waren wir doch gerade 300 Mal drin. Ich hab den nicht gesehen. Oh, nee. Ich auch. Ups. Hallo. Umwandeln. Ich brauche deine Hilfe. Ja, jetzt ach, komm mal rein. Jetzt hast du was zum Rütteln. Ich glaube, jetzt müssen wir nicht mehr rütteln. Steh den Wartungswagen. Jetzt darfst du den auch schieben, guck. Das ist er, endlich Rollator. Notausgang, oh. Da komme ich jetzt immer noch nicht hin. Vor allem total unauffällig, ne? Wie die Kamera aufzeigt, zeichnet dir so ein total planloser Androide da durch die Gegend rennt. Ja, das ist ein sehr lebensrechtes Modell. Ja, genau. Da ist Notausgang. Ja. Geradeaus. Ja, ja. Die Notausgang. Pff.
Ach, da ist er ja. Mist! Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Ja, genau. Überlass das mal mir. Ich habe nämlich keinen Plan. Locke die Wachen von der Tür weg, ja. Spielst du noch Poker? Klar. Warum? Klar. Wir machen hier ein kleines Turnier. Machst du mit? Da hinten am Automat. Ja. Und da hinten ist auch noch was. Weiß Mike was davon? Ah, oh, oder so. Hey, was hat dieses Ding? Verflucht, dieses Scheißding! Sondereinsatzkommando. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Fenster öffnen? Das Fenster. Ich muss die Tasche mal eben nehmen. Jetzt hau ich die Tasche. Also ja. Die Scheibe. Ah ja. Oh, plapp, plapp. Ich dachte, ein Plasmaschneider. Oh, so ähnlich. Da kommt sie. Sehr guter Plan hier, ey. Hammer. Läuft ja wie geschmiert. Oh Gott, das ist ganz schnell hoch. Oh! Ladies first? Oh. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Oh. Oh mein Gott, ihr habt ja Nerven, Leute. Da rappelt mein Bett. Ja. Ja. Schwere Situation. Bei dir immer gucken. Die Füße mit ab. Ja, kann man sich ja neue Teile holen. Ne? Ja. Oh nein. Wir hängen. Nein. Bitte nicht. Oh nein, bitte nicht.